So, es wird jetzt ein mehrsprachiges Video. Es geht um den Abgleich des Radios und ich bin schon in ein Problem gerannt. Ich habe folgende Schritte gemacht. Und wie gesagt, das wird jetzt ein Video, wo ich schnell zwischen Deutsch und Englisch wechsle. Ich zeige das jetzt nicht, ich habe es vorher gezeigt und es hat ein paar Minuten Zeit gekostet und mir ist letztendlich die Videozeit ausgegangen. Ich habe hier, wie vorgesehen, ein Spannungsmessgerät angeschlossen. Dieses Potte hier, das sieht man jetzt nicht. Dieses Potti hier auf 0 gedreht, dann das Potti aufgedreht, das 20 mA, 10, 20 mA Stromaufnahme ist. Ich habe ein Labornis-Zell, wo ich die Stromaufnahme sehe. Dann habe ich das so abgeglichen, dass eben wieder die 10 bis 20 mA fließen. Und dann habe ich mit dem Messgerät die Spannung gemessen und habe es so abgeglichen, dass es eben auf 3 Volt ist. Ja, wir haben ja einen Messpunkt. Hier ist der Messpunkt. Der Messpunkt gegen Masse müssen 3 Volt sein, habe ich gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang rumgefilmt und dann habe ich meinen FM-Transmitter aufgebaut, mit dem es auch Probleme gibt. Und dann hat der hier gemacht, schwingt. Ich schaue auf mein Netzteil und sehe, dass er 0,08 A braucht. Das BIAS vom Audioverstärker ist weggelaufen. Also ich habe ihn auf 20 mA eingestellt, auf einmal waren es 30, 40, 50, 60, 70, 80 Strombegrenzung. Jetzt habe ich es halt außerhalb der Kamera nochmal eingestellt. Ich möchte es jetzt nicht nochmal zeigen unbedingt. Also man hat folgende Schritte zu machen, den hier auf 0 drehen, anstecken, Strom anstecken, 6 Volt habe ich angesteckt, dann den soweit aufdrehen bis 10 bis 20 mA fließen, dann auf Masse, das sieht man jetzt nicht, hier unten ist ein Massekontakt, Masse das Messgerät anschließen, an diesen Pin hier und dann an dem so lange drehen bis 3 Volt am Messgerät sind, halt die halbe Betriebsspannung. So, als nächstes habe ich den Lokaloszillator abgeglichen. Ich habe ein Radio genommen und habe den auf 98,7 gestellt und in die Nähe gelegt, denn mathematisch 88,0 plus 10,7 ergibt 98,7. Es hat sich ergeben, dass der Lokaloszillator nicht ganz am Ende ist. Das heißt, ich müsste ihn gegen den Uhrzeigersinn, ganz gegen den Uhrzeigersinn drehen, diese Schraube hier drehen und dann müsste im Radio ein Signal sein. Aber ich bin jetzt hier so, dass hier noch ordentlich Platz ist auf Masse und, also was heißt auf Masse, auf, dass halt auf 0 ist. Da ist ordentlich Platz, dass es auf 0 ist. Und dieser Platz ist eigentlich falsch. Und ich vermute mal, dass es eben an dieser Spule hier liegt, dass die falsch ist. So, jetzt möchte ich eigentlich den Abgleich des Diskriminators zeigen und dann des ZF-Verstärkers. Deswegen komprimiere ich das jetzt alles ein bisschen. Ich möchte es in einem Video drin haben und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Jetzt erkläre ich es kurz in Englisch und ich werde im Video immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her springen. So now I have the radio set up and this is the second try. In the first try I was showing you how to align the amplifier, how to align the BIAS and the local oscillator and everything, but then I run into problems. So what you have to do is, down here on the other side of the screwdriver I have my 6 volts power supply. First you turn this one anti-clockwise until you can't turn it any further. Connect the power supply and carefully adjust this one until you reach 10 to 20 milliamps power consumption. Then take a voltage measuring device, I did that, connect it to with plus to this point and with minus to ground and adjust this one until you have the house supply voltage. For 6 volts, of course, this is 3 volts. I also did that. Then I was taking my radio and set it to this frequency, 89.7. As I explained to you before, the IF frequency on such radios is 10.7 MHz and the lowest frequency this radio can receive is 88 MHz. So 88 plus 10.7 equals 98.7. So I was putting the radio close to the receiver, turning the dial anti-clockwise until it can't go any further, and then I was using this screw, so I wanted to turn it that I can receive the radio, the local oscillator in this radio. The problem was that I couldn't tune it in and now there is some space left, so I could still turn the dial anti-clockwise until it hits its end, but this is already the lowest frequency, this is already 88 MHz. So it will go a bit lower than 88 MHz, but therefore the top of the FM band, maybe we can't receive it. Then I was setting up an FM transmitter which also has problems. This Walkman produces a very low volume and it's too low to keep the FM transmitter on. I do have another Walkman, but currently it's broken, the belts are bad and it won't play the cassette, so I have to use this one. So I will always have to turn on the transmitter again and again. And what I wanted to do is I wanted to align the ratio detector. This is the one that makes the HF signal
to a hearable sound, or it converts it and feeds it to the amplifier, and then you can hear it over the speaker. And then what happened is, it worked, but it was like, it was making this noise. And I was looking at my power supply, and the current was 80 milliamps. So the current went higher. And this means that the amplifier did run away. So one transistor heats up, the current increases, the BIOS current that flows where there is no audio signal increases, the transistor gets more warm, even more current flows, and so far and so on. And now off camera, I aligned it, and now it seems to work, although the meter is showing 0.00 amps, but yeah, it's working. And what I'm going to do now is I'm going to align the ratio detector, these two coils, so we can pick up the signal from the transmitter. And since this is 88.1, I will have to align this one on 88.8, so the transmitter is perfectly aligned, and then I will adjust this. So now in German. Da der UKW-Sender auf 88,1 ist, muss ich natürlich den Lokaloszillator so einstellen, dass hier der auf 88,8 ist, also nicht 88,0, sondern 98,8. Also nicht 98,7, sondern 98,8, dann ist der richtig eingestellt auf den, dann ist es quasi die Grundwelle und dann gleiche ich die beiden hier ab. Wenn es richtig abgeglichen ist, müssten wir hier oder aus dem Lautsprecher dann den Ton unverzerrt hören und dann können wir den ganzen anderen Kram abgleichen. Again, I'm now tuning the local oscillator, so this will pick it up best. Then I will turn on the transmitter and tune on these coils until you can hear or I can hear the audio at the best. Okay. Turn up the volume, also mal den Radio ein bisschen aufdrehen. Okay. Also. Now it's aligned. Also jetzt ist abgeglichen. Perfekt abgeglichen. So. Okay, now it's perfectly aligned. Next step, turn on the FM transmitter and align these two coils. Also nächster Schritt, UKW-Sender und Walkman einschalten und dann diese beiden Spulen abgleichen. The FM transmitter probably will turn off again because the Walkman is too silent. Also der FM-Sender schaltet sich ziemlich sicher wieder ab, weil der Walkman zu leise ist. Nun gleiche ich die beiden Spulen ab. Now let's turn these two coils. Aha. Aha. It's getting louder. Es wird lauter. So, silent, loud. Okay, now as you can see, the FM transmitter turned on, er turned off. Also hat sich ausgeschalten, weil das Signal zu leise ist. It's getting really loud. Es wird richtig laut. Ja, okay. Also ungefähr hier. Around here it seems to work. Pretty much how they were aligned. But I tested it before I made this video, I tested it already. Okay, the next thing that we're going to align is the antenna input tuning. Also das nächste, was wir jetzt abgleichen, ist der Eingangskreis von der Antenne. Das ist hier die Antenne, die tun wir jetzt rauswickeln. So we have to unwrap the antenna for this. And then I would have to take away position away the transmitter and align it for best performance. Also ich muss jetzt den Sender auch von der Antenne entfernen und für die beste Performance abgleichen.
schalte ihn wieder ein. I turn on the transmitter. Now it's aligned. Also jetzt lassen Sie es mal abgleichen. Aha. Also es tut sich schon was. It does work. Okay. Aha. So, as it was before, it's best. Also hier ist es am besten. The next thing that I'm going to align are the IF cans. Also als nächstes gleiche ich die ZF-Spulen ab. Just align them for the best performance. Also einfach so abgleichen, dass es am besten hergeht. Die ZF-Spulen gleiche ich jetzt ab hier. Oh. Clear Resonance. Klare Resonanz gerade. Steel. Now this one. Okay, die war da schon ganz gut. This one has been alright there. Now this one. Die macht ein bisschen was, aber die macht kaum was. Okay. So now it's aligned. Now it's working. I will adjust the bias from the audio amplifier a bit, because it's too silent. Also jetzt funktioniert der Tuner soweit. Jetzt gleiche ich noch den Audioverstärker noch mal ein bisschen ab, weil er zu leise ist. Ja, gut, ändert nicht viel. Ist wohl nicht sehr laut. It doesn't really change that much. It's not that loud. But it's undisturbed now. Also es ist jetzt unverzerrt. Ja. Jetzt hatte ich das Ende wieder ausgeschaltet. Transmitter turned off again. Don't want my tablet to fall down. Ich möchte nicht, dass mein Tablet unterfällt. Also. It's working. Es funktioniert. Just the audio amplifiers. Again. So it ran up to 80 milliamps, also auch der Verstärker ist wieder hochgelaufen auf 80 milliampere. It's working, also es funktioniert, es verzerrt nicht, keine Verzerrung. Ja, der FM-Radio Bausatz. So now it's working, undistorted. I hope you can hear it. The radio circuit is now working. It may not be perfect. Es funktioniert vielleicht nicht perfekt, weil ich hier die falsche Spule habe. I have the wrong coil here. This is maybe because it's not working perfect because of this wrong coil. So usually, if I would go down with the frequency all the way down, I should receive the transmitter here, but I still have a lot of space. Also ich habe immer noch ziemlich viel Platz, wo ich hier nach unten drehen kann. Falsche Richtung. It's very loud now. Es ist sehr laut. Aber ihr seht schon, der Radio funktioniert. So the radio is working. Im nächsten Video gibt es eine Review dazu. In the next video I will make a review about it. About this whole kit. So yeah, there you have it. Also das ist ja jetzt der Radio, der abgeglichen wurde. Der Sender hat sich wieder ausgeschalten. Der FM Transmitter turned off again because oh, the cassette is over also. Yeah, so there you have it, the FM radio kit. In the next video I'm pretty much just going to make a review. I will test it a bit, see how sensitive it is, how good it works. And yeah, also ich teste es jetzt ein bisschen und im nächsten Video gibt es dann eine Review dazu. Yeah. Okay, see you or see you around or best regards, Stefan. Yeah.